So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Pokémon Y Let's Plays. Und dank der Unterstützung von einigen von euch in den Kommentaren habe ich herausgefunden, wo sich der gute alte Butler in der Bibliothek befindet. Ja, und da dachte ich mir noch gleich, wie zum Teufel soll man denn da drauf kommen? Ne, ernsthaft, wie? Also, okay, vielleicht habe ich es auch übersehen, aber es ist wirklich ein bisschen weiter getan. Ich glaube, dieser Raum hier war es, bin mir nicht ganz so sicher. Ne, hier ist die eine Maid drin. Aber ich möchte da unbedingt nochmal rein in den Raum oder wollte ich mich nochmal freundlich für eure... Ah, da war der doch, der Raum. Der mit dem Münzamulett war das doch, wenn ich mich nicht irre. Da ist er. So. Es soll einmal ein Buch gegeben haben, in dem das Geheimnis zur Wiederwirkung von Pokémon stand. Das ist gewiss nur ein Gerücht, denn ein solches Buch befindet sich nicht in unserer Bibliothek. So. Das sind die Bücherregale. Ziemlich interessant, wenn ihr mich fragt. Aber steht denn jetzt hier was zu... Nein, du sollst nicht auf den Stuhl. Steht denn hier da was... Ah. Der rätselhafte Stein und Pokémon, die ihre Gestalt ändern. Diese Begebenheiten hat sich in Niantara City zugetragen. Zu Beginn eines Kampfes änderte sich plötzlich die Gestalt des Pokémons. Könnte das wohl mit dem rätselhaften Stein zusammenhängen, den die Person neben ihm in den Händen hielt? Hm. Ja, sehr interessant. Also hier wird dann wirklich etwas von den Megasteinen erzählt und von einer Entwicklung oder einer Veränderung des Aussehens des Pokémon, was sich dann während oder vor dem Kampf dann zugetragen hat und ja. Danke für diese sehr wichtige Information. Ich werde sie gleich in meinem Buch für die Nachwelt. Na, kennen wir doch alle, oder? Genau. So. Das Tor geht zu. Wir haben die Pokéflöte mit in unserem Besitz und mit der Pokéflöte in unserem Besitz werden wir uns jetzt auf Rollerblades, bitte. Richtung Relaxo begeben, ja, und Relaxo, wer hat Bock, dass ich Relaxo ins Team nehme? Jetzt kommen schon alle Leute, hey! Ja, und ich, um ein Haar hätte ich hier fast den falschen Eingang genommen. Wir müssen natürlich hier über die Hauptstraße entlang, wir wollen doch nicht hier in den Busch, sondern nicht irgendwelche Buschmenschen hier, wir sind doch hier VIPs, oder VITs, wer die importen Türken, genau. So, wir sind jetzt hier auf der Route 7. Route 6 haben wir jetzt soweit so gut abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir packen einfach mal Gamma Bunter jetzt da vorne. Auf Gamma Bunter ist nämlich Verlass. Der ist unser Starter-Pokémon, unser Süßer. Und boah, heute neues Naruto-Kapitel, meine Freunde. Sehr, sehr spannend, sehr interessant zurzeit. Ich liebe die aktuellen Geschehnisse im Manga richtig. Und da seid ihr ja wieder. Sag bloß, ihr habt geschafft, die Pokémon-Flöte zu besorgen. Yep. Liebe Reishinmann, die Pokéflöte. Danke. Du bist der Einzige, der dir drauf spielen kann, nicht wahr? Es könnte sein, dass es Relaxo wütend wird und uns angreift, wenn wir es aufwecken. Seid ihr bereit? Yes. Es fühlt sich gut an, die Pokéflöte wieder in den Händen zu halten. Los geht's. Konzentriert, der alte Karatemeister. Hm, Relaxo hat seine Augen weit aufgerissen. So gut es eben geht. das habe ich ja noch nie derart gelesen. Relaxo hat seine Augen so weit aufgerissen, so gut es ihm geht. Boah, wie sieht denn Relaxo mit weit aufgerissenen Augen aus? Boah. Stellt euch mal vor, Relaxo hätte so menschliche Augen. So Zyklopenaugen, boah. So zwei dicke Zyklopenaugen. Auch wenn Zyklopen nur ein Auge haben, ich weiß. Na egal, so Relaxo. Eieiei. Ich glaube, das dürfte echt schwierig werden. Jetzt nach einer Amnesie machen wir auch noch kaum Schaden. Einigler auch noch. Und ich will das Ding eigentlich unbedingt fangen. Ich meine, so ein Relaxo, das muss gefangen werden. Das gibt es nur einmal hier im Spiel hier. Ja, eigentlich nicht. Ich glaube, wenn man es besiegt, kommt es nach den Top 4 wieder und es ist verwirrt. Das ist gut, wenn es sich jetzt nämlich selbst verletzt, was es auch tut. Können wir es viel einfacher schwächen. Ja, diese Amnesie war dann natürlich ein bisschen unnötig für uns. Ja, oder? Der echt eine Zitrobeere. Ich glaube, es hakt. Der hat eine Zitrobeere. Hm. Wieso hat dieser dicke Fettsack eine Zitrobeere? Das ist nervig. Und oh, es ist wieder verwirrt, oder? Ja, genau, es ist wieder verwirrt. Trifft sich selber. Sehr schön. Ich würde sagen, einmal Aquawelle geht noch. Und danach können wir langsam mit den Pokéballs anfangen. Pokéballs! So, am besten trifft es sich jetzt nämlich nochmal. Nee, leider nicht. Dafür Tackle. Oder wie mein Friend Breaker sagen würde, er tackelt uns weg.
So, wer ist denn mit einem... Die haben sogar zwei Hyperbälle, also belassen wir, legen wir doch mal los mit dem Hyperball. So, ist ja glaube ich auch der beste Ball in unserem Besitz zurzeit. Zwei. Drei. Oh mein Gott. Ich weiß ja nicht, wie es mit der Fangrate von Relaxo hier aussieht, aber es scheint eine ziemlich gute zu sein. Immerhin haben wir das jetzt hier lockerflockig fangen können. Und für Relaxo wird ein Pokédex-Eintrag festgelegt. Seit Magen kann jede Art von Nahrung verdauen, selbst wenn sie verschimmelt und verdorben ist. Ja. Relaxo ist also so ein kleiner Allesesser. So, wie nennen wir jetzt aber Relaxo? Entziehen werde ich es, glaube ich, nicht nehmen, aber ich könnte doch trotzdem Relaxo nach einem Typen benennen. So. Budokan hatten wir schon. Jetzt bin ich ziemlich schlecht in Merken, aber es gibt da einige, die wieder die ganze Zeit Kommentare schreiben. Es gibt doch irgendeinen Andreas, oder? Andreas noch was. Das weiß ich auf jeden Fall. Er schreibt immer schön Kommentare, den habe ich immer schön im Kopf und er ist ein Typ, der Andreas heißt. Gehe ich mal von aus. Also Andreas, du bist hier der chillige Relaxo. Andreas wurde in die Box 1 übertragen. Ja. Also, unglaublich, du hast Relaxo gefangen. Wiff, wiff. Oh, nee, nicht der. Oh mein Gott, der Bonze, der Lediger der Bonze. Das Einzige, was ich dieser Pokétöte machen kann, ist sie zur Schau zu stellen. Aber du spielst sie auf ihr, seit du klein warst. Du entlockst ihr wahrlich einen lieblichen Klang. Sieht so aus, als liebe auch mein Käufer den Klang dieser Flöte. Aber natürlich nicht so sehr, wie es meinen fabelhaften Feuerwerke liebt, das ist klar. Ja, klar. Dein Flötenspiel klang früher irgendwie noch besser, um ehrlich zu sein. Ich überlasse dir die Flöte. Am besten übst du noch einfach noch mehr. Ja, das ist natürlich ein ziemlich netter Bonze, der Typ, aber ja gut. Und die gehen natürlich ohne was zu sagen. Ja, sehr nett von euch. War das eben womöglich ein erster Schritt in Richtung Versöhnung? Wie dem auch sei, ich würde sagen, alles ist gut. Ich frage mich, was wohl jenseits der Brücke liegt, auf der Relaxo geschlafen hat. Ja, das werden wir uns jetzt auch mal gleich reinziehen. Senna oder Sanna oder Sarafina, Sanjay, Jeremy Pascal oder wie du auch heißt. Legen wir einfach mal los hier. Und oh mein Gott. Oh, die schon wieder. Hey Reggie, Trovato Tomato meinte, er würde gerne Pokémon-Pension sehen. Gehen wir zusammen hin. Ja, ihr habt schon richtig gesehen, das hier ist die Pokémon-Pension. Deswegen verbringe ich in Vanité auch ganz viel Zeit, weil ich da immer hinfliegen muss, damit meine Pokémon gebreedet werden hier. Und hier kümmert man sich mit Freunden um deine Pokémon. Ne, mit Freuden um deine Pokémon. Bah, ich habe auch meinen DS gerotzt. Das ist nämlich die Pokémon-Pension. So ist es. Du kannst gerne bis zu 2 Pokémon bei uns in Pflege geben. Ich glaube, um mich zu erinnern, dass es von Vorteil ist, wenn man 2 Pokémon in Pflege gibt. Das stimmt. In diesem Fall kommt es durchaus vor, dass wir sowas wie ein Ei finden. Wenn du das dann mit dir herumträgst, schlüpft daraus irgendwann ein Pokémon. Echt? Aus einem Ei kommt irgendwann ein Pokémon raus? Dann sollte ich vielleicht gleich mal ein paar Pokémon hier lassen. Mehrere gleiche Pokémon mit identischen Tanzmoves, da öffnet sich mir ja ganz neue Choreografiemöglichkeiten. Möchtest du welche hinterlassen, Reggie? Ja, warum nicht? Ich möchte mich nur einigen Pokémon konzentrieren. Ich probiere das wohl ein anderes Mal. So kann man die Sache natürlich auch angehen. Ich werde jetzt jedenfalls weiter nach Pokémon suchen, die tanzen können für meine Tanzgruppe. Hey, jetzt warte doch mal. Nicht so schnell, Tiano. Du Fettsack. So, hätte ich denn 2 Pokémon hier, die ich abgeben würde? Rentata und Budokan. Rentata und Budokan. Also ich weiß nicht, inwiefern mir Budokan es verzeihen würde, wenn ich jetzt hier in die Pension gehe und ihn dann mit einem Porente erpaare. Ich denke, besonders wütend wäre er nicht auf mich. Und oh, was ist denn los, Tiano? Hey, Reggie, hast du schon mal einen Dummiesel gesehen? Na gut, diese sehr wichtige Information. Ich werde sie gleich in mein Buch für die Nachwelt eintragen. Ja. Da ist Trovato Tomato und... Oh, das ist Pablo Picasso? Ne, Pablo Picasso? Ein hitziger Kampf wäre jetzt genau das Richtige, um meine Gefühle zum Kochen zu bringen. Kannst du haben, Alter. Chihiro, die heißt echt Chihiro. Chihiros Reise ins Zauberland. Mit ihrem Farbrigel. Ja, Farbrigel ist natürlich ein sehr cooles Pokémon. Wie ich finde. Und das ist jetzt nicht irgendwie ironisch gemeint oder so. Farbagel ist cool. Und es kann Rankenhieb. Da seht ihr aber trotzdem eine Feenbrise. Die nicht so viel abzieht. Aber ich glaube, Feenbrise sollte ein Tool sein. Und Farbagel ist das Pokémon, was wirklich jede Attacke erlernen kann.
Jede. Ihr könnt ein Farbegel mit Zeitenlärm könnt ihr machen. Ihr könnt einen Palkian mit Raumschlag machen. Ein Farbegel mit Raumschlag könnt ihr machen. Ihr könnt alles mit Farbegel machen. Problem ist natürlich, dass es nicht das stärkste Pokémon ist, ne? Stoff hat insgesamt nur, auf jedem Stat hat es 60 und das ist dann natürlich nicht so der Bringer. Aber es ist ein sehr cooles Pokémon. Ermöglicht sehr viele Kombinationsmöglichkeiten und hui, wenn uns Modell stündes, käme dabei bestimmt ein Meisterwerk raus. Lass uns einen Kampf austragen, der so schön ist, dass er in Öl festgehalten werden sollte. So, das ist dann wahrscheinlich so ein kleines Malerpärchen. Künstlerfamilie Leo und Nado. Diese kleinen Pokémon-Insider. Leo und Nado. Hm, mein Gott, ey. Sind die witzig, ey. Na egal, so. Mein Schatz. Featuring... Ja, komm. Oh. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass da jetzt Metallklaue rauskommt. Oh, nee, das auch noch. Egal, Moonbrise. So, Moonbrise einmal und nochmal Donnerschock. Ey, nee, diese Verwirrung, die kotzt mich jetzt natürlich ein bisschen an. Oh, nein. Oh, danke. So, Farbigel wurde jetzt damit besiegt. Und ich glaube, wir haben jetzt Level 19 erreicht. Und Level 19... bitte was? Level 19 ist natürlich ein ganz normales Level. Sei ihr auch Level 18. Perfekt. Und ihr seht schon, die Trainer-Pokémon sind hier so auf Level 16 und Elektroball. Ja, je höher die Initiative des Anwärts im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker tritt diese eine geballte Ladung Strom. Und da Pikachu eigentlich relativ schnell ist, würde ich sagen, dass wir Elektroball anstelle von Kameradschaft draufhauen können. Es gibt bestimmt Situationen, in denen Elektroball viel, viel besser ist. Und Claire Smog. Wow. Das hat es jetzt, glaube ich, echt gebracht. Na egal. So, nochmal Feenbrise und probieren wir nochmal Elektroball aus. Ich glaube, Farbigel sollte eigentlich für dieses Stadium des Spiels schon ganz schnell sein. Ich weiß gar nicht, relativ schnell, sage ich mal. Aber trotzdem möchte ich jetzt mal Elektroball ausprobieren. So, und du triffst jetzt bitte meinen... Oh, nein, 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 nein. Damit hast du gerade offiziell Flower Power ins Grab gekickt, mein Schatz. Ja, war nicht so der Bringer. So, hauen wir mal Gamma Bunta raus. Auf Gamma Bunta ist nämlich auch Verlass. Und das ist ein schöner Frosch mit Wolken dran. So, Blubber für dich. Und nochmal Donnerschock. Blubber sollte doch eigentlich ausreichen. Ja, tut's auch. Mann, 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 Mann. Diese Konfusion da, die hat mich jetzt gerade ein bisschen genervt. So, Leo und Nado. Haha, Witz, komm raus. Und, oh mein Gott, was ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Flower Power entwickelt sich. Jesus Christ. Was wird wohl rauskommen? Wie wird es aussehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert mit seiner Blüte? Lilimon. Wird's Lilimon? Ja, wir haben ein Floette erhalten, meine lieben Freunde. Ja, ich finde, Floette ist sogar ganz süß. Finde ich. Ich kann es euch mal zeigen. Hier so Floette. Ihr seht das jetzt wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich doch. Ich werde das, glaube ich, dann rein editieren. Wieso auch nicht? So, hitziges Wesen. Und jetzt sollte es eigentlich auch viel besser sein. Also stärker, es wird wahrscheinlich auch mehr aushalten können, zum Glück. Und wir werden jetzt erstmal unser süßes Floette im Center aufheilen. Center Park. So. Oh, beweg dich mal. Du Breitarsch, Antilope. Das hätte jetzt Breaker gesagt. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Geil. So, und damit können wir jetzt nämlich weiter mit der Route machen. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht werde ich ein paar Tests beenden, wer weiß. Was ich jedoch weiß ist, dass wir jetzt ein Floette haben. Ich richtig stolz auf Floette bin.
Und wer weiß, vielleicht verändert Floette nochmal seine Form. Und, oh nee. Oh. Na, Regi! Wusstest du, dass dieses Gebäude ein beliebter Ort zum Trainieren von Pokémon-Trainern ist? Man nennt es das Kampfschloss. Wenn ich noch mehr über Pokémon lerne, werde ich eines Tages sicher in der Lage sein, alle 8 Arena-Leiter der Kalos-Region zu besiegen. So, das ist nämlich das Kampfschloss, zeige deine Stärke eines Adeltitels. Und ich denke, das ist doch ein ganz guter Ort, um einfach mal Schluss zu machen. Und ich würde sagen, meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig und ciao. Euer Regi.